Und zwar, Leute, ihr habt es vielleicht schon im Titel bzw. im Thumbnail ein bisschen erraten. Es geht heute um das Knie. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir mal eine Runde Tri-Jump, aber ihr seht es schon im Titel. Es ist etwas Neues, Krasses auf Minesucht passiert. Wir haben im Prinzip zwei bzw. ein sehr wichtiges Update für euch. Viele haben sich bestimmt schon drauf gefreut. Ja, aber erstmal zu Tri-Jump. Es wäre ganz cool, wenn ihr mir einmal sagen könntet, wie ihr Tri-Jump eigentlich findet. Das ist ja im Prinzip unser neuer Spielmodi. Das heißt, ja, stimmt doch jetzt mal gerne ab. Ich mache hier einfach so ein paar Bewertungen oben in die Infobox. Und dann könnt ihr da einmal abstimmen, was ihr denn, ja, was ihr cool findet. Also, wie viele Punkte ihr Tri-Jump im Prinzip geben würdet. Also Leute, das neue Update haben einige von euch schon, glaube ich, sehr lange wollten sie das. Haben viele drauf gefiebert und wir haben es jetzt umgesetzt, Leute. Das Ganze ist natürlich wie bei jedem neuen Plugin immer noch in der Beta, genauso wie Tri-Jump im Moment auch noch am Testen, getestet wird und wir beheben Fehler und so weiter. Das heißt, Leute, seid, wenn da auf jeden Fall noch Fehler auftreten sollten, in dem neuen System, was wir jetzt online gebracht haben und in Tri-Jump, dann schreibt die Fehler auf jeden Fall ins Forum. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Und zwar, Leute, ihr habt es vielleicht schon im Titel bzw. im Thumbnail ein bisschen erraten. Es geht heute um das Clan-System, Leute. Jetzt habe ich es rausgehaut. Es ist jetzt online. Wenn ihr nämlich /clan eingibt, seht ihr auf jeden Fall einige Befehle. Und ja, die Befehle, mit denen könnt ihr ganz viele tolle Sachen machen. Unter anderem einen eigenen Clan erstellen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Es gibt jetzt Clans auf Minesucht. Und ja, ich persönlich habe sogar schon einen Clan. Und zwar den Floex Army Clan. Und ich dachte mir, Leute, hey, warum machen wir den einfach nicht zusammen? Warum haben wir nicht einen Community-Clan? Deswegen, Leute, könnt ihr auf jeden Fall euch gerne ein bisschen in den Kommentaren bewerben, beziehungsweise wenn ihr meinen Skin drin habt und ich sehe euch in-game mal, schicke ich euch gerne eine Einladung und vielleicht kommt ihr auch einfach mal auf meinem Teamspeak, dann können wir da ein bisschen quatschen und vielleicht mal was zocken oder so. Die IP von meinem Teamspeak ist übrigens einfach floex.de, genauso wie meine Webseite und dort könnt ihr euch nämlich auch, also auf der floex.de Webseite unter dem Bereich Floex Team, könnt ihr übrigens auch für mein Team bewerben, das heißt zum Beispiel als Designer und so weiter und arbeitet dann mit mir zusammen für nice, coole Videos. Und wir hatten hier leider schon das Leid, aber das hätten wir jetzt eigentlich schaffen können. So, jetzt wird das besser hier. Einmal zack, der Sprung war ja absolut gar nicht schwierig. Und der wäre eigentlich auch nicht schwierig gewesen, wenn man sich konzentrieren würde. Und ja, Leute, das Ganze sieht dann so aus, dass wenn ihr zum Beispiel in Gun Game, ich blende euch jetzt mal gerade ein Video ein. Und zwar, wenn ihr in Gun Game reinjoint, habt ihr oben im Tab euren Clan hinter eurem Namen. Ihr könnt das Ganze auch ausstellen und zwar mit Clan Toggle Tag. Dann seht ihr absolut keine Clans mehr, also keine Tags mehr. Und ja, das ist auf jeden Fall mega, mega cool, finde ich. Dass man quasi auch sich aussuchen kann, sollen Clan Tag überhaupt angezeigt werden oder nicht und so weiter. Also ist auf jeden Fall eine coole Funktion, die wir auf jeden Fall eingebaut haben. Und ja, zudem, Leute, haben wir natürlich uns nicht lumpen lassen und haben uns gedacht, hey, wenn wir ein Clan-System raushauen, dann können wir auch nochmal was anderes raushauen. Das Ganze ist aber noch nicht so öffentlich, das heißt, noch nicht so zugänglich für jetzt euch, für euch User, sondern im Moment ist das quasi noch in der Testphase. Und zwar geht es um das Replay-System. Da seht ihr nämlich im Scoreboard in Gun Game, blende ich euch jetzt gerade auch mal wieder ein, ja, gibt es jetzt in Gun Game und bald auch in anderen Spielmodi eine Replay-ID. Und zwar, ja, ist das erstmal nur für das Team gedacht. Und zwar zum besseren Bannen von Hacker. Wenn ich weiß, was so ein Replay-System ist. Im Prinzip, Replay ist ja, heißt quasi ja, eine Aufnahme von ein Replay. Also, wie soll man das erklären? Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort dafür. Aber halt, man sieht quasi das, was man gespielt hat. Die Runde. Du siehst 1:1, wie du jetzt gesprungen bist. Das heißt, quasi die ganze Runde wird aufgenommen. Und wir können uns die Runde zu jeder Zeit wieder angucken. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein Hacker sagt, hey, ich habe gar nicht gehackt, kann man einfach diese Replay-ID sich angucken, von dem der gebannt wurde.
Und dann weiß man auf jeden Fall, dass der gehackt hat. Und, die sind ja voll gut hier. Die haben schon das Jump'n'Run geschafft. Was? Wie gut sind die denn bitte? Na egal, jetzt bin ich runtergeflogen. Naja, dann würde ich sagen, geht's auf jeden Fall los. Und wir haben 1875 Coins. Okay, boah, ist ganz gut, würde ich sagen. Dann kaufen wir uns mal so einen Hammer und... ja, eine Kettenrüstung. Ja, wir kaufen uns eine Kettenrüstung. So, dann haben wir auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall noch zweimal verzaubern. Mindestens. So, und zack. Zack. Und zack. Okay, jetzt haben, können wir uns noch ein extra Herz kaufen. Und noch eine Angel. Dann ein bisschen Steak hier und noch einen Apfel. Aber ich muss unbedingt mal den Sound dieses Texture Packs ändern. Das geht ja sowas von hart auf die Nerven manchmal, dieser Sound. Ihr wisst, welchen ich meine, diesen ja. Naja, okay. Und ja, Leute, deswegen ist auf jeden Fall jetzt zwei coole Sachen. Wie gesagt, dieses Replay-System ist noch in der Testweise und wird vielleicht irgendwann auch für euch zugänglich sein. Da darf ich aber noch nicht oder will ich auch noch nicht so viel sagen. Das heißt, da wird noch einiges gerade entwickelt und vorbereitet und so weiter. Da gibt es auch noch ein paar Fehler. Also wie gesagt, wenn da im Moment noch Fehler auftreten sollten bei den ganzen Sachen, dann meldet die auf jeden Fall im Forum. Ja, und zu dem Clan-System könnt ihr jetzt wirklich einen Clan erstellen und der wird quasi bald fast überall angezeigt. Und deswegen, Leute, wäre es mega, mega cool, wenn ihr auch in meinen Clan kommen könntet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr nämlich einfach in meinen Clan kommen. Ich werde dann einfach, ja, wie gesagt, mal im Teamspeak in den Kommentaren gucken. Schreibt mir einfach eure Ingame-Namen rein und dann kann ich euch gerne mal einladen. Dann machen wir einfach einen Monster-Clan und zerstören die ganze Bed Wars-Szene, Leute. Oder sowas anderes. Also bald wird das auch in Bed Wars angezeigt, in QSG und in den ganzen anderen Spielmodi, sodass das bald überall auf dem Server ist. Das kann nur noch ein bisschen dauern. Und ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit der Runde. Andere Sache übrigens, Leute, wenn ihr nach dem Video noch Bock habt, könnt ihr euch ja mal... Oh mein Gott, wie gebe ich ihm denn die Combo, Alter? Habt ihr das gesehen? Ihm drücke ich auch die Combo rein. Ja, lauf ruhig nach außen. Ihm habe ich auch gegeben, Alter, Leute. Wir haben eine Chance, das Ganze zu gewinnen. Ich glaube, ich habe noch gar keine Tri-Jump-Runde hier gewonnen. Ja, wir holen uns mal ihn hier. Oh, er hatte auf jeden Fall ein definitiv besseres Schwert als ich. Bisschen kritisch. Und wir haben leider nur noch ein Herzen. Und das war's mit unserem einen Herzen. So schnell kann das auf jeden Fall gehen. Ja, hier zum Beispiel ist jetzt auch noch ein kleiner Fehler, dass wir gerade keinen Navigator haben. Warum auch immer das der Fall ist. Ist ein bisschen doof, aber wir gucken da auf jeden Fall noch, dass wir den Fehler auch beheben. Ihr könnt ja übrigens das, ich weiß noch nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt hier diesen direkten in die nächste Runde join. Und da könnt ihr übrigens einfach direkt in die nächste Tri-Jump-Runde join. Und da dann im Prinzip direkt drin. Das ist auf jeden Fall mega cool, finde ich. Klappt jetzt gerade irgendwie nicht ganz. Keine Ahnung. Da ist scheinbar noch ein Fehler, Leute. Wie gesagt, der Modi ist ja auch noch nicht so alt. Nur eine Woche oder sowas. Ja, Leute. Also, ich kann es hier auch nochmal zeigen. /Clan. Da könnt ihr die ganzen Sachen einstellen. Also, ihr könnt einen Clan umnennen und ihr könnt eine Nachricht an alle Clan-Mitglieder. Deswegen wäre es auf jeden Fall mega cool, wenn wir so einen Clan hätten. Da könnten wir dann untereinander auf jeden Fall mega cool kommunizieren. Und ja, jetzt steht noch, hier steht noch bald verfügbar. Das wird nämlich bald angezeigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Gun Game reingehe, da wird das in Waterlands gerade schon oben in der Tab-Liste angezeigt. Das heißt, es steht jetzt F-Army, weil mein Clan, wenn ich mal /clan-info eingebe. Mein Clan heißt nämlich Flex Army, F Army halt für den Tag. Und ja, sind im Moment noch keine Mitglieder drin. Das heißt, wenn ihr da rein wollt, schreibt einfach einen Kommentar, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Update. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare rein. Und denkt dran, Leute, Twitter und Instagram auszuchecken. Da poste ich nämlich oft auch vorher so ein paar kleine Bilder davon. Gestern Abend habe ich zum Beispiel was gepostet davon. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Update auch von... Wir haben zum Beispiel auch diese Map jetzt hier auf Gun Game geupdatet. Die sieht einfach viel geiler. Also wer die Map vorher kannte... Die ist einfach viel geiler jetzt. Also da hat das Bauteam auf jeden Fall auch wieder alle Arbeit geleistet. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall Props an Meinsucht an der Stelle, an alle Beteiligten, die da mitgeholfen haben. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da und schönes Wochenende noch, Leute. Wir sehen uns morgen im Stream, wenn ihr Bock habt. Und jetzt haut rein.